Bei einem russischen Drohnenangriff in der ukrainischen Stadt Dnipro sind am Samstag mehrere Gebäude und Autos getroffen worden. Zwei Wohnhäuser, eine Bildungseinrichtung und ihr Wohnheim sowie ein Verwaltungsgebäude wurden beschädigt. Die Rettungsdienste bargen sechs Menschen, darunter zwei Kinder. Es gab keine Verletzten. Unterdessen wurden bei russischen Angriffen auf die südukrainische Stadt Cherson zwei Menschen getötet und mehrere weitere verwundet. Europe needs its own sufficient arsenal for the defense of freedom, its own capabilities to ensure defense, its own potential that will allow all of Europe or any part of it to stand and preserve itself under any global situation. Mehr als 100 Einwohner der russischen Grenzstadt Belgorod wurden in ein Gebiet evakuiert, das weiter von der ukrainischen Grenze entfernt liegt. Bei ukrainischen Angriffen auf die Stadt wurden am 30. Dezember 25 Menschen getötet. Die Raketen- und Drohnenangriffe gingen in dieser Woche weiter.